Ja, wir haben ja noch einen zweiten Gast. Das war jetzt ja ein sehr interessanter Einblick auf so einer regionalen Ebene. Der Ratentscheid, da musste ja der Starttermin musste ja auch verschoben werden. Und wir wollten das Thema jetzt, das war eigentlich ja schon mal für eine andere Klimawache geplant, die jetzt nicht stattfinden konnten. Und wir wollen das Ganze ja jetzt nochmal, wollten wir jetzt nochmal nach vorne bringen natürlich. Und jetzt wollen wir von der regionalen Ebene so ein bisschen wegkommen und ein bisschen mehr auf die Bundesebene bzw. europäische Ebene kommen. Und da haben wir einen super interessanten Gast. Bitte begrüßt mit mir Stefan Rostock von German Watch hier aus Bonn. Vielen Dank, dass du heute Zeit für uns hast. Das sieht super aus mit deiner schwarzen Maske. Macht das ja. Genau, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin total froh, dass die Klimawache wieder auf der Straße ist, dass sie wieder auf die Straße geht. Weil wir merken in Berlin, die Lobbyisten lassen sich nicht einschüchtern von Corona. Aber die Zivilgesellschaft musste ganz schön erhebliche Einschränkungen hinnehmen. Deswegen ein doppeltes Dankeschön, dass es euch wieder gibt hier auf der Straße. Genau, die bleiben ja wahrscheinlich auch nicht zu Hause. Die sind immer noch unterwegs von der Autolobby, von der Lufthansa-Lobby oder wie auch immer. Genau, das wollen wir uns gleich auch nochmal angucken. Zuvor vielleicht zwei, drei Sätze zu Germanwatch, einer Nichtregierungsorganisation mit Sitz hier in Bonn. Da darfst du nochmal kurz sagen, was ihr denn eigentlich so macht, warum du jetzt dafür sprichst sozusagen heute Abend. Ja, Germanwatch ist eine Umwelt- und Entwicklungsorganisation. Wir haben ein Büro in Bonn und ein zweites in Berlin. Das Besondere an uns als Entwicklungsorganisation ist, dass wir keine Projekte in den Ländern des globalen Südens machen, sondern uns nur an die Politik der Bundesregierung wenden und überall dort, wo die Bundesregierung Politik macht, also in der EU, in den internationalen Gremien, damit Deutschlands Fußabdruck nachhaltiger wird und die negativen Konsequenzen für die Menschen in den Ländern des Südens positiver werden. Genau. Und das machen wir in den Themen Klimaschutz, Energiewende, Landwirtschaft und ich arbeite im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung. Genau, das heißt, sehr viel Expertise auf jeden Fall auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und aus dieser Perspektive wollen wir uns sozusagen heute auch mal ein paar Fragen stellen. Was macht eigentlich die Corona-Pandemie? Was macht die gerade mit unserem Leben? Und wie können wir daraus jetzt schon mal für die Klimakrise lernen? Weil es ist ja nicht so, dass wir nur eine große Krise gerade zu bewältigen hätten, sondern ganz im Gegenteil wird vielleicht die Klimakrise sogar etwas fällt gerade etwas unter den Tisch. Was können wir denn jetzt tun, um da voranzukommen? Also das Spannende ist, dass wir merken, wow, in der Corona-Krise haben Virologen, haben Virenwissenschaftler auf einmal mächtig viel Gehör bekommen und wir wünschen uns das auch für Klimawissenschaftler, deren Botschaften noch nicht so gehört werden. Das zweite Spannende, was wir in der Corona-Krise gelernt haben, das war das Aufmerken, als Menschen anfingen, sich wieder den normalen Zustand vor der Corona-Krise zu wünschen. Und uns dann deutlich geworden ist, und das ist sehr vielen Menschen deutlich geworden, dass wir vor Corona Krise hatten. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Krise der Landwirtschaft. Und dass wir da nicht wieder hin zurück wollen. Und dass Corona jetzt gerade mit der Situation der Krise, wo wir merken, und das ist der dritte Punkt, Politik ist fähig, in Krisen relativ rasch zu handeln und dass wir jetzt hoffen, dass in dieser Krise auch so gehandelt wird, dass die anderen Krisen mitgedacht werden, dass wir danach zumindest an der einen oder anderen Stelle in ein neues Normal kommen. Genau, denn wir haben das ja auch vorhin kurz besprochen, der Klimawandel macht ja sozusagen jetzt auch keine Pause während Corona, obwohl es ja eben so aussieht, es gibt ja Leute, die argumentieren jetzt, ja, CO2-Ausstoß geht ja massiv zurück, wenig Flugverkehr, wenig Autoverkehr etc., aber der Schein trügt, glaube ich, oder? Der Schein trügt definitiv. In den nächsten Tagen werden Sie alle die Nachrichten aus Bangladesch mitbekommen, wenn da der Tropensturm auf Land trifft. Im Moment werden dort 5 Millionen Menschen aufgefordert, ihre Heimat zu verlassen, also evakuiert, um dem Sturm aus dem Weg zu gehen. Wir haben vor der Hurricane Season den ersten großen Sturm vor Florida. Also da passiert einiges. Wir haben hier zwei Trockenmonate in Folge. Wir haben global den wärmsten April seit Beginn der Messungen. Der Klimawandel macht keine Pause. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Badewanne, die überläuft. Und in der Corona-Krise haben wir den Hahn ein kleines bisschen zugedreht, aber sie läuft weiterhin über. Es ist weiterhin viel zu viel CO2 in der Atmosphäre. Und der Klimawandel
Das merkt ihr an allen Ecken und Enden, das merkt ihr, wenn ihr in den Wald geht und so weiter, macht definitiv keine Pause. Genau, und wir müssen jetzt gerade schauen, eben damit jetzt sozusagen auch, was jetzt passiert, weil es wird ja gerade viel Geld in die Hand genommen, es wird viel überlegt, wie können wir zum Beispiel die Wirtschaft wieder ankurbeln, was müssen wir eigentlich alles tun, wie können wir es jetzt schaffen, dass das Geld, was da jetzt akquiriert wird, auf deutscher Ebene und auf vielleicht europäischer Ebene, wir haben heute, glaube ich, in den Nachrichten gehabt, 500 Milliarden Euro stehen für die Europäische Union sozusagen in der Luft. Was damit passieren soll, wie können wir das nutzen, um jetzt auch Klimaschutz damit voranzutreiben? Das ist eine der spannenden Aufgaben von Zivilgesellschaft, Politik, daran zu erinnern, dass sie das, was sie mal unterschrieben hat, auch einhält. Und da ist bei uns ganz wichtig das 1,5-Grad-Ziel im Paris-Abkommen, da ist ganz wichtig die SDGs, also die globalen Nachhaltigkeitsziele, dass Politik Maßnahmen so macht, dass auch diese Ziele, für die sie sich verpflichtet haben, auch eingehalten werden oder erreicht werden. Das ist das Erste, was wir so als große Schablone auf alle Konjunkturpakete gelegt haben wollen. Und dann fängt es an, wo wir merken, hopp, so einfach ist das nicht. Und dann wird ein Phänomen deutlich, dass wir merken, holla, die Kräfte der Vergangenheit, die Kräfte der fossilen Industrie, die sind halt wesentlich besser organisiert als die Kräfte einer noch offenen Zukunft. Und das merken wir in den Aushandlungsprozessen der Konjunkturpakete, dass die Vision, dass die Nachhaltigkeit noch keine so eine starke Lobbystimme hat wie Luftverkehr, Automobilbranche und andere, die jetzt sich ganz stark im Lobbygeschäft breit machen. Und da ist es ganz wichtig, dass positive Visionen, dass Zivilgesellschaft, dass Fridays for Future und andere sichtbar sind und sich in die Debatte einbringen. Und ihr ja auch als NGO, die sich da auf dem Themengebiet auf jeden Fall einbringen und versuchen, so eine Art Gegengewicht herzustellen. Jetzt habe ich gerade eher rausgehört, du sagst ja eigentlich quasi, es gibt schon diese ganzen Maßnahmen und Pakete, also der grobe Rahmen, also 1,5 Grad Erwärmung, SDGs, der steht ja eigentlich schon. Es ist jetzt nur im Raum, sozusagen die Konjunktur dahin zu lenken, dass das auch eingehalten werden kann, oder? Genau, das nur in deinem Satz ist die Herausforderung. Also wir haben im Paris-Abkommen die doppelte Herausforderung, dass die Ziele, die die Länder versprochen haben, nicht ausreichen, um das Paris-Ziel zu erreichen. Und die zweite Herausforderung ist, dass das, was sie national an Politik machen, überhaupt nicht ausreichen, um ihre eigenen Versprechungen zu erfüllen. Und diese doppelte Lücke, die treibt uns so vor uns her. Spannend ist, dass eigentlich schon längst hätte Deutschland sein neues Emissionsziel im Paris-Prozess berichten müsste und das aber noch nicht getan hat. Also da merken wir scheinbar auch, die Bundesregierung leidet unter einem Corona-Lag und ist mit vielen wichtigen, gerade Klimabeschlüssen, zu spät dran. Was uns aber wichtig ist als German Watch, wofür wir uns einsetzen, es gibt ganz spannende Kriterien für nachhaltiges Investment, Sustainable Finance, und dass diese Kriterien mit in die Konjunkturpakete, in die Finanzströme angelegt werden, das wäre total toll. Es gibt auf EU-Ebene, du hattest eben die 500 Milliarden angesprochen, das, was bekannt ist, ist der European Green Deal. Der hat wirklich die Chance, ein neues Narrativ einer europäischen Identität zu werden. Und den hat Ursula von der Leyen jetzt ergänzt um einen White Deal, um den Gesundheitsbereich, um den Pflegebereich auch noch mit Corona-mäßig zu unterstützen. Und wenn die zwei zusammengepackt werden, dann kann das für Europa eine richtige Chance werden. Und wenn wir jetzt nur Konjunkturpakete beschließen in Deutschland, die auch die Ziele des European Green Deal unterstützen, dann wäre einigen schon richtig geholfen. Das heißt also einfach nicht jetzt einfach das Geld ausgeben für die Autolobby etc., sondern schauen, was können wir anhand des European Green Deal erreichen. Hast du vielleicht noch so zwei, drei praktische Beispiele, wo jetzt wirklich dringend das Geld hinfließen sollte, anstatt eben in die Autolobby zum Beispiel oder in die Autoindustrie? Das eine ist das tolle Beispiel vom Fahrradentscheid, wo wir merken, und
Das Schöne ist, wir merken da auch einen Fortschritt in den Diskussionsprozessen bei den Entscheidungsträgern, dass sie alle sagen, okay, eine neue Kaufprämie für Abgasautos ist nicht durchsetzbar. Diese Stimmung ist immerhin schon da, das hat sich seit der letzten Krise 2008, 2010 durchgesetzt. Das werden wir wohl nicht sehen. Wobei sie es ja trotzdem versucht haben. Ne? Aber also, hallo. Aber ganz hallo. Schön ordentlich. Auch gerade da der Wirtschaftsflügel der CDU, CSU ganz deutlich. Also es ist nicht so, dass alle Parlamentarier das schon in sich tragen. Aber was spannend ist, dass wir noch nicht auf dem Weg sind, Mobilität als Modal Split, also als einen Verbund von ganz vielen Mobilitätssystemen zu sehen, sondern dass immer noch versucht wird, wie kriegen wir denn individuelle Mobilität, wie kriegen wir das Auto, das Elektroauto gefördert, das Wasserstoffauto. Und das sind eigentlich Sackgassen, wo wir hin müssen zu einer neuen Vision von Mobilität. Also alles miteinander vernetzt sozusagen. Gilt wahrscheinlich auch ein bisschen für den Energiesektor. Strom. Im Energiesektor ist ganz spannend, dass wir die Branchen Öl und Kohle, die vorher schon den Bach runtergegangen sind, jetzt nicht mit Steuergeldern retten. Das ist für den amerikanischen Ölsektor sehr deutlich rausgearbeitet worden. Das gilt aber auch für deutsche Kohleunternehmen. Der Trend und auch die Marktentscheidungen gehen hin zu erneuerbaren Energien. Und da wäre es jetzt absolut falsches Signal an deutsche, an europäische Kohleunternehmen, jetzt noch Konjunkturpaketgelder zu zahlen. Ja, wir hoffen, auch Deutschland hört die Signale sozusagen und versucht mal ein bisschen in eine andere Richtung zu investieren. Eine letzte Frage noch, weil du ja auch sozusagen Bildung für nachhaltige Entwicklung ganz viel machst. Und zwar, wie können wir jetzt Bildungsarbeit, die ja auch in jeder Krise trotzdem stattfindet, ich würde ja sagen, wir machen jetzt hier eigentlich auch gerade Bildungsarbeit, wie können wir da die Doppelkrise, also die Corona-Krise und die Klimakrise, kann man da was verbinden, kann man das füreinander nutzen, was kann man da machen? Da haben wir das Glück, dass dieses Jahr das neue UNESCO-Bildungsprogramm in Kraft getreten ist, BNE 2030, Bildung für nachhaltige Entwicklung 2030. Und da wird ein ganz praktischer, ein ganz politischer Begriff von Bildung verwendet. BNE in Aktion ist Bürgersein in Aktion. Und Bildung hat sich eigentlich damit zu beschäftigen, die dahinterliegenden Strukturen zu verändern, das Konsummodell in Frage zu stellen. Und BNE muss es schaffen, in den Bildungsprozessen selber strukturverändernde Prozesse zu verankern, damit das nachhaltige Verhalten für alle Menschen das normale Verhalten wird. Und da steckt so viel drin, wo wir jetzt Zivilgesellschaft die Früchte ernten muss und zu allen Bildungsakteuren zu tragen, dass wir dieses Jahr ein ganz spannendes Jahr für die Bildungsarbeit sehen. Leider ist aufgrund der Corona diese offizielle große Startkonferenz auf nächstes Jahr verschoben. Das hindert uns aber nicht daran, zu sagen, mit Bildung und Bildung für nachhaltige Entwicklung sind wir gerade in einer ganz spannenden Phase, dass wir nicht länger das neue, also das sozial akzeptierte Verhalten in Deutschland, das nicht nachhaltige Verhalten ist, wie es im Moment ist, sondern dass wir dahin kommen, das normale, das Standardverhalten, der Technikfreak würde sagen, die Default Option, die muss immer die nachhaltige Variante sein. Und dahin zu kommen, das ist gerade ein spannender Prozess, den man auf ganz vielen Ebenen spielen kann. Hast du da auch noch gerade ein Beispiel sozusagen? Ja, das, viele Beispiele. Die eine Schule in Berlin, Nachhaltigkeitsschule, UNESCO-Schule, ganz viel Nachhaltigkeitslabel an der Tür kleben und trotzdem flog jeder Sprachkurs zum Sprachaustausch in europäische Hauptstädte. Und dann hat eine Schülerin gesagt, das ist nicht nachhaltig. Fliegen ist die preiswerteste Art, legal das Klima zu schädigen. Das entspricht überhaupt nicht unseren Labeln, die wir an der Tür haben, hat das über die Umwelt AG und verschiedene Schritte in die Schulkonferenz gebracht und die Schulkonferenz hat beschlossen, dass Fliegen nicht mehr für Sprachreisen in Frage kommt, außer mit Sondergenehmigung. Und da ist jetzt die normale Option für Sprachreisen ist Bus oder Bahn. Und da hat es jemand geschafft, durch seinen Einsatz Strukturen so zu verändern, dass Menschen, Lateinlehrer, Französischlehrer, die sich jetzt an und Lehrerinnen, die sich jetzt an Reiseplanungen machen, wissen, Bus oder Bahn. Punkt. Ja, super. Das müssen wir wahrscheinlich auf ganz vielen Ebenen durchsetzen. Vielen Dank, Stefan Rostock von Germanwatch hier in Bonn, einer Nichtregierungsorganisation. Schön, dass du da warst und so umfassend unsere Fragen beantwortest. Sehr gerne. Ja. Danke.